Hallo und willkommen bei Munchy Crunch. Heute das Unboxing der C-Blaze Crystal. Viel Spaß! Beginnen wir. Zuallererst schauen wir uns mal die Verpackung an. Sehr schöner Karton, kleines Siegel, Aufkleber und unten sehen wir die technischen Daten. Dann machen wir es mal auf. So. Oh, da kommt uns direkt die Anleitung entgegen, die wahrscheinlich im Deckel war. Oh, ganz schön lang, auf Chinesisch. Und auf der Rückseite in Englisch. Legen wir mal auf die Seite. Und dann sehen wir auch schon richtig schön die Uhr hier eingepackt. Holen wir uns allererst mal hier den kleinen Karton raus. Schauen uns an, was da drin ist. Darin enthalten ein Micro-USB-Kabel. Sonst und außer die, erst dachte ich, das wäre eine zweite Rückschale, aber das ist die Ladeschale. Also hier hängt man das Micro-USB-Kabel dran. Ansonsten ist der Karton ansonsten leer. Kein weiteres Zubehör. Und dann das Wichtigste, hier nochmal der schöne Karton. Die Uhr. Sehr schöne Uhr. Muss ich echt sagen, liegt sehr gut am Handgelenk. Lederarmband. Ich gehe davon aus, dass es Kunstleder ist. Kein echtes Leder. Das muss man ja bei den Chinesen immer davon ausgehen. So, dann machen wir einen kurzen Funktionstest. Schalten die Uhr an. Der einzigste Hardware-Schalter befindet sich hier an der Seite der Uhr. Übrigens Gehäuse aus hartem Kunststoff und der Rahmen aus Metall, Aluminium, denke ich mal. So, da ist die Uhr auch schon an. Kurz die wichtigsten Fakten. Auflösung des Displays 240x240, das ist ja Standard bei den China-Uhren. Akku 280 mAh, soll bis zu 72 Stunden halten. Das werde ich dann in dem Review nochmal genauer betrachten, ob das auch wirklich stimmt. Bluetooth 4.0, 128 MB RAM und für mich persönlich sehr wichtig, spritzwassergeschützt nach IP65. Als CPU dient ein MTK 2502, der wird dann seine Leistungsfähigkeit auch noch in dem Review zeigen müssen. Ja, das sind die wichtigsten Fakten. Jetzt kann ich euch gleich mal kurz die Bedienung zeigen. Also klassisches Uhrendesign, das lässt sich einfach durch gedrückt halten ändern. Kann man andere Designs auswählen, mit OK bestätigen. Ich lasse jetzt mal mein Design drin. So, und dann kann man durch das Menü scrollen. Sehr flüssige Bedienung, auf jeden Fall schon mal. Werde ich im Review auch natürlich nochmal genauer drauf eingehen. Sehr gut, also läuft sehr flüssig, Bluetooth, keine Abbrüche. Das war bei meiner letzten Smartwatch leider der Fall, weswegen ich die auch zurückgegeben habe. Deswegen davon auch kein Review. Ja, das war's auch schon quasi mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaltet bei dem Review vielleicht wieder ein. Lasst mir einen Daumen nach oben da für das Video. Und vielleicht lasst ihr ein Abo da, dann seht ihr noch mehr solche Videos. Ich würde mich freuen. Und ich sag mal, Mahlzeit.